10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Guten Abend zum zweiten Teil heute Abend. Ihr seht, ich habe mich umgezogen. Mein geliebtes blaues Hemd. Weil mit dem Pullover hier zu sitzen, war doch ein wenig warm. Ja, was ich immer am Anfang erst nochmal sagen möchte. Frauke Liebs geht's ja heute Abend nochmal. Allerdings jetzt keine 2 Stunden, mal gucken. Dass wir hier vielleicht in auch eine Stunde fertig sind. Mehr oder weniger fertig sind, hört sich eigentlich ja bescheuert an. Fertig können wir ja mit dem Fall nicht wehren. Aber heute Abend, weil es ja schon relativ spät ist, erstmal begrenzt auf 1 Stunde in etwa. Sonntag geht es dann weiter, endlich mal wieder weiter mit Rebecca Reusch, das Thema, wo ich auch die ein oder andere E-Mail bekommen habe. Jetzt nicht von Familie Reusch, sondern von Zuschauern, die auch wieder sehr, ja, ich sag mal, sehr interessante Sachen geschrieben haben und auch nochmal untermauert haben, warum eigentlich nur der Schwager in Betracht kommen könnte. Aber dazu am Sonntag mehr ab 21 Uhr. Heute Abend nochmal Frauke Liebs. Was nicht heißen soll, dass ich damit den Fall Frauke Liebs abschließen will. Aber ich denke mal, in der nächsten Zeit werden wir erstmal wieder vermehrt uns auf Rebecca konzentrieren. Wie ich eben schon erwähnt habe, habe ich die eine oder andere E-Mail bekommen. Einmal zu Rebecca Reusch und natürlich auch zu Frauke Liebs. Bevor ich jetzt hier jemanden zurückrufe, der eben schon angerufen hatte, aber da war ich ja noch nicht live, möchte ich erstmal auf eine E-Mail kommen. Und diese E-Mail befasst sich nochmal dahingehend, dass eigentlich dieser Wilfried W., nämlich dieses Höxter-Ehepaar, doch durchaus was damit zu tun haben könnte. So, ich lese die E-Mail jetzt mal vor. Nämlich, die kommt von Marco, geschrieben am vergangenen Freitag, 24. November. Und der schreibt, hallo lieber Bernie, hätte hier noch ein paar wichtige Details für deine nächste Sendung zum Thema Frau Geliebs. Meine persönliche Meinung. Ich verfolge diesen mysteriösen Fall schon seit des Sommermärchens 2006. Frau Geliebs schaute am 20.06.2006 das Fußballspiel im Irish Pub an. Gegen 23 Uhr verabschiedete sie sich und wollte nach Hause, weil sie erstens müde war und zweitens keinen Schlüssel dabei hatte. Außerdem soll sie ja sehr gewissenhaft und empathievoll gewesen sein. Sicherlich hätte sie ja aufgrund ihrer Gewissenhaftigkeit bestimmt Bescheid gegeben, dass sie da und mit wem Name nochmals was trinken will, zum Beispiel. Das passte also nicht zu ihr. Es ist auch durchaus möglich, dass der oder die Täter das Lokal im Vorfeld ausbaldobert haben und hatten wohl in Frauke ein eventuell leichtes Opfer ausgemacht. Im Umkehrschluss macht es also absolut keinen Sinn, dass sie freiwillig, sondern eher zu jemandem in ein Auto gezerrt worden ist. Wenn man müde ist, fährt man nicht nachts in Richtung Nieheim bzw. Umland. Die erste SMS war aus meiner Sicht nicht freiwillig, also der oder die Täter, weil sie kommen später. Ja, wann später? Name wurde nicht erwähnt und vor allem, wo sie denn jetzt gerade sei. Die übrigen SMS bzw. Anrufe ebenso. Die Täter hatten die Anrufe nach Paderborn verlagert, weil sie Angst bekommen hatten, dass durch die Polizeiabfrage des Handys gegebenenfalls der genaue Standort herausgefunden werden könnte. Ich denke schon, dass Frauke selbst angerufen hat, denn Chris und Karen bzw. Frank, der Bruder, hatten sie ja gesprochen. Um die Anrufe zu fingieren, muss man schon ein sehr guter Synchronschauspieler sein. Ich gehe davon aus, dass
Ich gehe davon aus, dass Frau Geliebs am Ende verdurstet ist, Nieren- bzw. Herzversagen. Wenn man lange nichts getrunken hat, klingt man ebenso müde, abgeschlagen und lethargisch. Es ist anzunehmen, dass das Höxter-Paar dahinter steckt, was auch viele deiner Anrufer denken. Solch eine Tat schafft man nicht alleine. In Klammern, wie schon erwähnt. Parallelen zu Wilfried W. bzw. Angelika. Sie waren nachtaktiv. Sie besaßen Fahrzeuge und fuhren mit ihren Opfern zu später Zeit draußen herum. Die Opfer waren überwiegend alle sehr jung. Sie sind Sadisten. Die SMS bzw. Anrufe. Sie wohnten im Umland, genauer in Schlangen. Laut der Handydaten seitens der Polizei ermittelt soll sich Wilfried. Bumm. Da hört es auf. Habe ich nicht alles. Nee, da hört es auf. Also, Marco ist jedenfalls der Meinung, dass eigentlich alles dafür spricht, dass das höchste Ehepaar damit zu tun hat. Ja. Thumann schreibt, hast du jetzt mal Anfragen an die Staatsanwaltschaft gestellt wegen Frauge? Nein, ich habe ehrlich gesagt, bin ich noch nicht dazu gekommen. Ich werde es aber im Auge behalten. Schauen wir mal. Ja, ich rufe jetzt mal eine Dame an, die mich eben angerufen hatte, bevor ich live war, zu dem Fall. Oh. Hallo, so, jetzt bin ich wieder da. Okay. Jetzt sind wir auch live. Okay, super. Und über was reden wir jetzt im Fall? Frauge Liebs. Ja, das weiß ich. Und wo fangen wir an? Ist irgendwas für dich unklar? Ja, unklar ist eigentlich für mich immer noch, hat sie die Leute gekannt oder hat sie den Täter gekannt, wo sie ins Auto eingestiegen ist oder ist sie hineingezerrt worden? Also ich kann mir vorstellen, dass sie den auf jeden Fall gekannt hat. Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie auch vielleicht zu Hause angekommen ist. Das weiß man ja auch nicht. Wie zu Hause angekommen ist. Was mir so zu denken gibt, ist die erste SMS, die da verschickt worden ist. Die gibt es ja gar nicht mehr. Die hat der Chris ja auch direkt gelöscht. Die kann man ja auch nicht mehr nachvollziehen. Ach, das wusste ich gar nicht. Mhm. Da hat er ja gesagt, der wäre sauer gewesen, dann hat er die gelöscht. Somit kann man die jetzt auch nicht mehr nachvollziehen. Ist ja auch nur noch ein Gedächtnisprotokoll, genauso wie viele Anrufe. Ja, und das ist dann alles halt so eine Sache. Aber warum sollte ein Fremder überhaupt anrufen oder anrufen lassen? Was hätte der davon, Bernie? Wie, dass ein Fremder sie anrufen lässt, oder was? Ja, wenn ein Fremder sie jetzt entführt, dann wirft er normalerweise das Handy weg, ist selber weg und begibt sich nicht in diese Gefahr. Warum? Was hat der davon? Derjenige hat doch nicht der angerufen unter Fraukes Namen, um der Frauke oder der Familie einen Gefallen zu tun. Aber jetzt mal kurz... worauf willst du hinaus? Ich will auf gar nichts hinaus. Ich will nur sagen, dass es da viele Möglichkeiten gibt. Und wenn wir das mal ganz richtig sehen, es gab ja, man muss ja nicht die Sachlage von heute sehen, sondern von damals. Es gab ja auch einige Top-Kandidaten, die dann durch ein Alibi geschützt wurden. Ja. Aber wenn man mal ganz zu Anfang, wenn man da mal hingeht, da war Nils ein Top-Kandidat, da war ein Chris ein Top-Kandidat. Der letzte Anruf hat zum Beispiel den Chris geschützt. Ja, die Polizei hat die ganze Zeit gedacht, der hat da was mit zu tun. Oder der Nils, ja, der wurde von seinem Arbeitskollegen geschützt. Ne? Ja, ja. Man muss das große Ganze mal sehen. Und mit den Anrufen, das sind ja viele Gedächtnisprotokolle, da weißt du ja gar nicht, was da gesagt
gesagt worden ist oder ob überhaupt was gesagt wurde. Also du hast, jetzt, ja gar nicht. Du hast jetzt am Anfang des Gesprächs erwähnt, dass du glaubst, dass sie zuerst nach Hause gegangen ist. Ich habe gesagt, sie könnte auch durchaus zu Hause angekommen sein. Unmittelbar nachdem sie das, den Pub verlassen hat, oder was? Ja, guck mal, Bernie, wenn wir beide uns verabreden, ne? Für heute Abend. Dann sagst du, ja, ich kann aber erst um 23 Uhr da sein, weil meine Arbeit, die geht bis Viertel nach 10 und dann komme ich dahin. So haben wir beide eine Verabredung. Jetzt schreiben wir beide den ganzen Abend. Ja. So, und dann sagst du zu mir, ah nö, ist ja schon viel zu spät. Nee, und ich sag dann zu Isabella, als Beispiel, ich will, dass der hier hinkommt, ne? Der Nils soll doch kommen, ne? Ja, und Nils sagt dann auf einmal ab. Und dann ist die Frauke plötzlich müde. Was wäre denn gewesen, wenn der Nils gekommen wäre? Ja. Wäre die dann auch noch auch müde gewesen? Wäre die dann auch nach Hause gegangen? Oder was hätte die gemacht? Ja, schwer zu sagen, ne? Wir wissen ja jetzt nicht wirklich, ob sie jetzt wirklich müde war. Wer hat das gesagt, dass sie müde war? Genau. Die Isabella. Und das ist ja das Problem. Man weiß überhaupt nicht, ob die ganzen Aussagen stimmen. Ja. Weißt du? Also ich habe eher jetzt, was heißt den Verdacht? Ich habe eher das Gefühl, dass du, dass der Ex-Freund von ihr nicht ganz draußen ist, oder? Aus deiner Sicht. Der ist ja eigentlich, wenn wir es mal richtig sehen, ist der nur draußen, weil der letzte Anruf, wo die Schwester dabei war, ihm dieses Alibi gibt, dieser Anruf. Und ab diesem Moment war er ja raus für die Polizei. Davor aber nicht. Aber sag mir doch mal, Bernie, was hat derjenige davon gehabt, Frauke anrufen zu lassen? Was hat derjenige davon gehabt? Der muss ja für sich selber etwas davon gehabt haben. Ja. Du glaubst doch nicht, dass er die anrufen hat lassen, um die Familie zu beruhigen. Das hat er doch nur gemacht, wenn die Frauke überhaupt angerufen hat. Glaube ich nämlich nicht. Ich glaube, dass sie in derselben Nacht noch verstorben ist. Wer hat dann die Anrufe getätigt die nächsten Tage? Keine Ahnung. Bernie, es gibt Statistiken von der Polizei, ja? Was ist denn mit diesen Enkeltrick-Betrügern? Die anrufen, ja? Und die Familien, die glauben das. Was ist mit denen? Ja, aber das ist doch von der Polizei festgestellt worden, dass von bestimmten Ortschaften, also Lokalitäten, Anrufe getätigt wurden. Ja, die wurden ja auch mit ihrem Handy getätigt. Und wer soll dann? Guck mal, wenn du in der Ausnahmesituation bist, ne? Und auf dem Handy steht dann Frauke. So, Frauke. Dann bist du erstens mal aufgeregt und dann war die Stimme ja verwaschen. Die war ja überhaupt nicht klar. Ja. Keine Ahnung, ob die überhaupt angerufen hat, Bernie. Ja, gut, das ist jetzt die Aussage von dem Ex-Freund, ne? Dass hier Anrufe kamen. Aber der letzte Anruf war ja dann, wer war dabei? Die Schwester oder so? Da war die Schwester dabei. Genau, also das ist aber doch ein Zeichen, dass dann, und das war kein Tonband, sondern Frauke hat ja auch auf bestimmte Fragen entsprechend reagiert, Antworten gegeben, ne? Also kann es kein Band gewesen sein, sondern da war Frauke schon persönlich dran, ne? Keine Ahnung, Bernie. Der ganze Fall ist komisch. Ja, ja. Oder? Ja, natürlich. Selbstverständlich. Aber die rollen den ja jetzt, glaube ich, nochmal wieder auf. Wenn man jetzt böse wäre, wenn man jetzt jemandem was unterstellen wollte, dann könnte man auch sagen, zumindest ein Anruf, dass quasi damit ein Alibi geschaffen wurde. Das war ja auch der letzte Anruf, ne? Danach gab es ja keine Anrufe mehr. Dann gab es keine mehr, Bernie. Wenn ich jetzt jemanden ganz böse wollte, würde ich, ne, könnte man das so unterstellen, dass es halt damit ein Alibi gemacht wurde. Weißt du, was das Komische daran ist?
Die Mutter und der Vater, die waren ja auch in dieser Wohnung. Und erst als die so gegen, ich glaube, 20 nach 11 weg waren, dann kam erst dieser Anruf. Ja. Das ist doch auch komisch. Ja. Weil die Mutter, die hätte auf jeden Fall direkt erkannt, ob es Frauke ist oder nicht. Hm. Aber jetzt kommen wir nochmal auf dieses Hexerpärchen zu sprechen. Glaubst du denn, dass die damit was zu tun haben könnten? Nee. Nee. Ich glaube, das war jemand. Ich glaube, das können nur zwei Kandidaten gewesen sein und auf jeden Fall muss da noch ein, muss da letztendlich noch ein Helfer dabei gewesen sein, der aber nicht für den Tod verantwortlich ist. Hm. Jetzt kommt hier eine interessante These oder eine interessante Frage im Chat. Warum hat die Polizei nie eine Fangschaltung bei den Anrufen eingesetzt und hätte dann ein paar Streifenwagen in die Richtung geschickt? Ja, weil ich mir vorstellen kann, guck mal, wenn ich jetzt zur Polizei gehe, ne, und ich sage jetzt erstmal, ja, meine Tochter ist vermisst, so und so. So, und am nächsten Tag oder zwei Tage später kam ja dann der Anruf, dann geht mein Sohn jetzt zur Polizei und sagt, ja, die Frauke hat angerufen und die hat gesagt, mir geht's gut, ich komme wieder nach Hause. Ja, was macht die Polizei? Dann sagt die Polizei, ja, die hat doch ein Lebenszeichen gegeben. Ich verstehe aber nicht, und das gab es schon damals, warum hat der Chris, die Mutter oder die Familie, nicht so ein Aufnahmegerät besorgt? Das kam ja mal zur Sprache und da wurde gesagt, ja, dass kein Geschäft das in Paderborn wohl hatte. Und deswegen konnten die keins kaufen. Kann ich ja nachvollziehen. Wenn man einen Helfer haben wollen, dann hätte man das auch bekommen. Ich wollte es gerade sagen, da fahre ich schnell nach Bielefeld oder in eine andere nächstgelegene Stadt und kaufe mir so ein Ding, ne? Ja. Ja, das ist auch ein bisschen, ne? Also spätestens nach dem zweiten Anruf hätte ich gesagt, hey, vielleicht kommt morgen wieder ein Anruf. Ich muss das Gespräch mit aufzeichnen, ne? Ja, aber was meinst du denn, warum der Chris so lange Top-Kandidat für die Polizei war? Das war der mit Sicherheit auch nicht einfach nur so. Bis dann zu dem letzten Anruf, ne? Ja, ganz genau. Wo das Alibi quasi. Und das hat er ja auch selber erzählt in dieser RTL-Doku, kannst du ja sehen. Der hat ja selber gesagt, wortwörtlich, der letzte Anruf hat mir den Kopf aus der Schlinge gezogen. Das sind ja seine eigenen Worte, das kann ja jeder hören, das kannst du dir angucken. Ach, hat er gesagt, ja? Ja, natürlich hat er das gesagt. Siehst du, kannst du dir angucken. Okay. Ja. Hm. Und ich finde, am interessantesten sind sowieso die ersten Berichte und die ersten Aussagen. Und nicht, was am Ende daraus gemacht wird. Der hat ja auch, wenn du Aktenzeichen guckst von damals, ne? Kannst du auch noch finden. Da hat der Chris auch gelogen. Jetzt schreibt hier Martin jetzt zum zweiten Mal nochmals, Chris und Nils sind raus. Ja, aber warum sind die denn raus? Natürlich sind die raus, aber warum? Warum sind die raus? Ist doch klar, wenn ich jetzt sage, Bernie, du warst gestern Abend bei mir, ja, wenn ich das sage, ja, was will die Polizei dir denn dann noch? Nix. Aber jetzt mal gesetzt diesen Fall. Wir müssen ja immer vorsichtig sein. Ja. Mit irgendwelchen Beschuldigungen. Gesetzt diesen Fall, derjenige, den du meinst, der hätte irgendwas damit zu tun und wollte sich jetzt ein Alibi verschaffen, indem Frauke nochmal in Beisein der Schwester anruft. Ja. Ja. Wer sollte denn in dem Moment Frauke anrufen haben lassen? Da müsst ihr noch einen zweiten Täter geben. Ich glaube nicht, dass die Frauke da noch gelebt hat, Bernie. Ich beschuldige den nicht. Ja. Ich sage dir nur Dinge, die jeder heute noch bei RTL Plus
selber sehen kann. Das sind seine eigenen Worte. Ich beschuldige den nicht. Nein, aber nur, wenn irgendwann mal was gesagt wurde, ja, und wenn der dann mittlerweile ausgeschlossen wird, dann heißt das doch noch lange nicht, dass er das dann nicht gesagt hat. Das kann sich doch jeder angucken. Ja, ja. Aber nochmals zu dem letzten Anruf, wo ja, wo dann er nochmal angerufen wurde von Frauke und die Schwester dann von Frauke wohl dabei war. Also dieser Anruf muss ja live gewesen sein. Guck mal, Bernie, die Herren sollen sich ja 5 Minuten unterhalten haben. Das Gespräch soll so 5 Minuten gewesen sein. Ja. So. Und wenn du jetzt aber hörst, was da gesprochen worden ist, die haben ja so ein paar Sachen haben die ja aufgeschrieben. So. Dann hat ja die meiste Zeit der Chris mit der Frauke gesprochen und die Schwester nur ganz, ganz, ganz kurz. Mhm. Und eigentlich hat die Frauke sich ja immer nur wiederholt. Die hat ja immer wieder nur dasselbe gesagt. Mhm. Guck mal, die sagt immer, ich bin in Paderborn, ich bin in Paderborn. Die wiederholt sich permanent, Bernie. Ich meine, jeder muss das für sich selber selber wissen, was er denkt. Aber ich beschäftige mich so lange mit dem Fall und ich kenne den in- und auswendig. Und irgendwann denkst du, guck mal, es ist ja auch so, die Mutter zum Beispiel, die arme Frau, muss ich jetzt mal so sagen, aber die hält ja auch die Hand über Chris. Kann ich verstehen, dass sie dem das nicht zutraut. Das ist doch wie bei Rebecca, das ist genau das Gleiche. Ist auch okay. Aber ich und viele andere auch haben eigene Meinung. Und die muss man auch gelten lassen. Und damit will ich ja nicht sagen, dass das der Chris war. Aber ich sage nur, man darf den nicht, also ich schließe den komplett nicht komplett aus. So einfach ist das. Denn wenn wir die alle ausschließen, ne, dann wird der Fall niemals gelöst. Mhm. Wir können natürlich jetzt hingehen und sagen, ja, das war irgendein Fremder. Ja. Ja, mal, wenn ich irgendwo ein Mädchen entführe, Bernie, dann schmeiße ich als erstes mal das Handy weg. Und dann gucke ich, dass ich wegkomme, dass man nie auf mich kommt. Mhm. So, und dann gibt es eine Lösegeldforderung. Sowas hat es noch nie gegeben. Mhm. Aber jetzt nochmal das letzte Gespräch. Bist du der Meinung, dass das vom Band kam, dass das irgendwie... Nein, oder vielleicht hat es auch jemand anders gesprochen. Ich glaube, also ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass die Frauke diese Nacht nicht überlebt hat und dass man die dann vielleicht dort abgelegt hat oder zwischengelagert hat. Das ist meine Meinung. Also ich glaube das alles nicht. Und ich glaube, die Anrufe, die sind nur erfolgt, weil derjenige sich selber schützen wollte, weil der viel zu nah am Geschehen ist oder war. Mhm. Und derjenige hat nur, vielleicht hat derjenige die ja auch irgendwo abgelegt und brauchte Zeit, um die ja sicher abzulegen. Ja? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was derjenige da, ich kann da kein Motiv finden, warum der die hat anrufen lassen. Ja, manche sagen ja auch, ja, der wollte die jetzt quälen, dies und das. Aber ich glaube, dass er das nur gemacht hat, um sich selber, nur für sich selber und nicht für die Frauke und auch nicht für die Familie. Glaube ich nicht. Mhm. Also wollen wir nochmal festhalten, die erste SMS aus Nieheim oder so, ne, kam die ja, war ja das eingeloggt. Ja, ach ja, und noch eins, wo du das jetzt sagst, das will ich dir auch nochmal sagen. Nehmen wir mal an, ich würde jetzt jemanden, irgendwas wäre passiert. Jetzt muss ich jemanden unbedingt schnell loswerden. Was mache ich denn dann? Schreibe ich die SMS direkt hier von dem Ort, wo ich wohne, oder fahre ich dann lieber ein Stück weiter und man kommt nicht auf mich? Mhm. Was mache ich? Ich wäre doch blöd, wenn ich das direkt hier von dem Ort mache, wo ich wohne. Dann fahre ich doch weiter und weiter. Ja, und am besten noch so weit, wo jemand dann lebt, ja,
mit dem die Frauke dann auch noch Kontakt hat, dass man dann schön denkt, ja, dann denken sie alle, der war das. Ne? Das passt doch viel eher. Ja, aber dann wäre doch ihm sein Handy auch dort eingeloggt gewesen. Warum? Ja, wenn er sein Handy und die SMS empfangen hat. Ja, und dann muss ich dann mitnehmen. Außerdem hat der Chris auch beim ersten Mal gesagt, kannst du auch nachgucken, in Aktenzeichen, hat er gesagt, die SMS wäre um 9:30 gekommen. Kam die aber nicht. Kannst du alles nachgucken. Wie die erste SMS? Das sind deine eigenen Worte, doch, Bernd. Das ist auch nicht von Schauspielern nachgesprochen worden, sondern das waren seine eigenen Worte. Kannst du alles überprüfen. Ich sage immer so, Bernie, ne, wer lügt, ne, muss verdammt gut behalten können. So ist das. Aber ich habe das. Ja, und dann bildet man sich halt so seine eigene Meinung, verstehst du, im Laufe der Zeit. Ja, ja. Aber ich habe das Gefühl, du hast dich halt auf ihn als Täter eingeschossen, oder? Nein, ich könnte jetzt auch noch über Person 2 reden. Okay. Ich sage nur zu dir, man sollte nicht die, man sollte überhaupt niemanden ausschließen. Sollte man nicht. Darum wird der Fall wahrscheinlich auch gar nicht gelöst. Ja, weil ja alles ausgeschlossen wurde. Ne? Es wurde ja wirklich alles ausgeschlossen. Weil alles gedeckelt wird. Ja, ja. Bis heute. Es wird einfach alles gedeckelt. Stimmt, da gebe ich dir recht, ja. Ne, und ich beschuldige überhaupt keinen. Aber wenn man jetzt gewisse Personen ausschließt, wie willst du den Fall denn dann noch lösen? Ja klar, wenn jetzt. Nehmen wir mal, da kommt da jetzt eine neue Ermittlergruppe, ne? Machen die ja. Ja. Weißt du, was die machen, Bernie? Die machen das genauso wie ich. Die gucken sich das von Anfang an, dann bilden die sich ihre eigene Meinung und die schließen niemanden aus, Bernie. Ja, sehr schwer, ne? Sehr, sehr schwer. Und wenn du dich zum Beispiel mit dem Fall nicht auskennst, und wenn man dann ganz neutral da dran geht, dann darfst ja selbst du keinen ausschließen. Ja. Denn wenn du jetzt anfängst, Leute auszuschließen, ja, dann kommst du, wie willst du das denn alles verstehen? Das geht doch gar nicht. Ich überlege gerade, wie weit ist denn der Ablageort oder der Fundort der Leiche von Nieheim entfernt? Nicht weit. Ja, in Nieheim, also in dieser Umgebung hat ja auch der Nils gewohnt. Und dann kamen ja auch Anrufe da von diesem Friedhof. Ne? Aber auf der anderen Seite, man kann ja immer schön denken, ja, der Nils war das, weil der ruft dann vom Friedhof an und dann da. Man kann es aber auf der anderen Seite genauso machen, dass man eben halt denkt, der Nils war das. Ne? Ja. Kann man auch. Ja. Das ist ein verflixter Fall, weißt du, du keine Ahnung. Wie heißt der Totengrund, ne? Ich guck mal kurz. Totengrund. Fundort. Ich wollte schon sagen, Rebecca, Gottes Willen. Frauke Liebs. So, würde mal interessieren. Am 4. Oktober wurde die Leiche bei Lichtenau. Im Waldschildtotengrund gefunden. Lichtenau. Und Asseln bei Lichtenau. So, Lichtenau und Nieheim. So, wie viel. Ja, das ist wie so ein Dreieck ist das. Warte mal, Nieheim. Lichtenau, ne? Hatte ich gesagt. Lichtenau. So. Stadt Lichtenau. So. Google weiß ja alles, beziehungsweise Map, Routenplaner, Lichtenau nach Nieheim. Naja, gut, das sind 35, 36 Kilometer, ne? Kommt drauf an, was du für eine Strecke fährst, bis zu 40 Kilometer. Nieheim, Lichtenau, wo ist Paderborn? Paderborn ist da. Okay.
Aber interessant ist es ja, jetzt mal aus meiner Sicht, ich kann das jetzt leider hier nicht einblenden. Links liegt Paderborn. Ja. Dann kann man jetzt ein Dreieck bilden. Genau, man kann Dreieck bilden. Oben rechts vom Dreieck wäre Nieheim Ja. und unten wäre Lichtenau. Genau. So, das wäre von Nieheim zunächst erstmal wieder Richtung Paderborn, fährt man aber nicht weiter Paderborn, sondern weiter runter nach Lichtenau. Also, ich sag mal, wie gesagt, ich will jetzt nicht irgendwelche Verschwörungstheorien machen, aber rein theoretisch wäre es auch so, dass Frauke, wie du schon sagtest, vielleicht in Nieheim schon ums Leben gekommen ist Ja. und dann die 30 oder 40 Kilometer runtergefahren wurde, die Nacht noch nach Lichtenau und dort abgelegt wurde. Kann ja auch sein. Ja, ich kann mir aber auch vorstellen, also ich kann mir vorstellen, dass das auch gar nicht so geplant war. Weißt Ja, du? aber Ich glaube die, nicht, dass das jetzt. ja, aber dann stellt sich wieder die Frage, warum fährt man, wenn jetzt, sagen wir mal, Frauke schon im Bereich Nieheim ums Leben gekommen wäre, warum fährt man dann noch rund 40 Kilometer durch die Gegend, um sie genau da abzulegen, sondern warum liegt man sie nicht in Nieheim irgendwo, da gibt es auch sicherlich Waldgebiet ab, ne? Aber Bernie, wenn du musst das mal aber richtig sehen. Wenn man jetzt, wenn die gefahren sind, ja, und die SMS ist erst in Nieheim ins Netz gegangen, dann bedeutet das doch noch lange nicht, dass die dann in Nieheim geblieben sind. Denn das Akku war ja leer. Vielleicht ist die SMS erst ins Netz gegangen, nachdem das Handy wieder aktiviert wurde. Und die sind dann weitergefahren, das weißt du nicht. Ich glaube aber nicht, dass das ein geplanter Mord war, das glaube ich nicht. Irgendwas muss da passiert sein, irgendwas muss da aus dem Ruder gelaufen sein. Aber kommen wir nochmal zu den Anrufen von Frauke oder von Fraukes Handy zumindest. Ja. Es ist ja von der Polizei sicherlich festzustellen, in dem Moment, wo Frauke anruft, von welcher Örtlichkeit ruft sie an Ja. und wen ruft sie an. Und dann ist ja das Handy auch von dem Ex-Freund zu orten, wo war er zu diesem Zeitpunkt, wo die Genau. Anrufe kamen. Und Genau. da war er ja offenbar zu Hause, ne? Ja, aber der war auch nicht bei jedem Anruf zu Hause. Der war auch bei einigen Anrufen bei seinem Vater. Abends, ja. So, und wenn die Frauke dann sagt, ich komme gleich nach Hause, ja, und der ist dann ganz woanders, wie kommt die denn dann rein? Das weiß ich nicht, ob er jetzt mein Vater war, ne? Ja, Ist war er das aber. okay? Naja, in dem Moment könnte ja Frau noch mal anrufen, sagen, du, ich bin dann und dann zu Hause, sei bitte zu Hause, weil ich habe keinen Schlüssel. Also, boah. Ja. Da hast du auch recht, Bernie. Ja, das ist sehr schwierig, aber gut, jetzt, dass die Anrufe wirklich kamen oder doch, dass er angerufen wurde, ist, war ja nachvollziehbar, oder? Die waren auf jeden Fall, das ist hundertprozentig ja so gewesen. Handy, also Fraukes Handy hat definitiv angerufen. Wer da dran war, ist für mich Ja, unklar. aber hat den Ex-Freund angerufen. Der Ex-Freund war zu Ja. Hause, ne? Ja, immer den Ex-Freund, genau. Ja. Und So. da gibt's bis auf den letzten Anruf. Gibt es da überhaupt keinen Nachweis drüber, was überhaupt gesagt worden ist? Nur das, was er selber ausgesagt hat. Kann auch erzählen, ja, ich habe gestern Abend mit Bernie gesprochen. Ja, wir haben uns über Urlaub unterhalten. Ich kann auch Ja, alles erzählen. aber nochmal, es ist ja für die Polizei ein leichtes zu nachzuvollziehen oder nachzuprüfen, in dem Moment, wo Frauke, die konnten ja auch orten, wo Frauke angerufen hat, ja, also jetzt, ne, Genau, das wollten grob die. zumindest, und konnten dann zumindest auch orten, wo war dieser Ex-Freund zu dieser Zeit.
der Anrufe. Ja. Ne? Also waren die nicht zusammen? Also muss hier ja, irgendeine Frauke und der Ex-Freund zum Zeitpunkt der Anrufe. Waren sie ja nicht unmittelbar zusammen? Nein, nein, nein. Ja. Ja, aber die Polizei geht ja auch davon aus, dass es einen Mitwisser gibt und vielleicht auch jemand, der da geholfen hat. Da würde ich und jetzt. Darauf hoffen die ja, dass derjenige, weil es ja mittlerweile auch straffrei ist, endlich spricht. Hm. Und da braucht ja nur einer mitzuhelfen. Nicht bei dem Tod selber, sondern danach, um alles zu vertuschen. Das, keine Ahnung, Bernie. Hm. Hm. Das ist so ein. Ja. Also, um das mal festzuhalten, du gehst jetzt, du willst eine bestimmte Person nicht ausschließen. Nein, es gibt zwei. Für mich gibt es zwei Personen und ein Mitwisser. Und es gibt auch, guck mal, genauso wie die Isabella, ja? Aber Moment. Ja, wer ist die zweite Person? Ja, muss ich ja jetzt nicht unbedingt sagen. Also, ich glaube, dass das, dass der Nils was damit zu tun haben könnte oder Chris. Und die Isabella hat auch nicht ganz die Wahrheit gesagt. Die hat gesagt, die Frauke ist rausgegangen und ein Bekannter hat bei Facebook groß gepostet, dass alle dieses Lokal verlassen haben. Die Frauke, die ist links rumgegangen und die anderen rechts oder andersrum. Ja. Hm. Keine Ahnung, Bernie. Ich kenne den Fall im Schlaf, aber ich komme immer wieder auf zwei Personen zurück und das geht immer hin und her. Okay. Aber eine fremde Person macht überhaupt keinen Sinn. Hm. Und höchste Ehepaar macht auch keinen Sinn für dich? Warum denn, Bernie? Wie, warum denn? Ja, warum? Die haben doch da noch gar nicht ausgehabt. Doch, der war doch schon damals aktiv. Ja, ein bisschen weiter woanders, oder nicht? Nee, in unmittelbarer Nähe. Nein, das glaube ich nicht. Aber, weiß ich nicht. Aber es passt ja, vieles, ne? Irgendwann ist man vielleicht auch so verfahren, ne? Ja, ja, aber es passt vieles ja, mit dem Höchster Ehepaar. Es passt verdammt viel. Ne? Ja. Darf man nicht vergessen. Ja, ich glaube, irgendwann so im Laufe der Jahre, irgendwann. Weiß ich nicht. Vielleicht muss man mal eine Pause machen, ne? Du musst ran, Bernie. Du bist noch ganz neu. Ja. Aber das ist so. Guck mal, Menschen, ne, die sich mit dem Fall nicht auskennen und die dann mal gucken. Die haben vielleicht ganz andere Ideen. Hm. Ja. Keine Ahnung, Bernie. Das ist doch wie bei Räusch. Ja. Das ist doch nichts anderes, Bernie. Ja. Du kannst, ja. Wir denk, also ich denke da auch der Florian und dann denke ich wieder, nee, der hat ihn nur verbracht. Dann denke ich, der wird gedeckelt. Ja, aber wie es dann letztendlich ist, wissen wir nicht, Bernie. Meistens ist es immer das Leichteste. Richtig. Ne? Wenn man zu viel um die Ecke ja. denkt, dann kommt er, glaube ich, nicht weiter. Aber wenn man dem der Polizei folgt, ja, die jetzt ganz klar nach so vielen Jahren immer noch sagen, für uns ist der und der der Täter, nur wir können sie im Moment noch nicht nachweisen. Ja. Und die wissen ja 50 Mal mehr Einzelheiten als wir. Ne? Ja. Und wenn die nach wie vor dieser Meinung sind und sich auch nicht beirren lassen durch andere Theorien, dann sollte man da auch ne, ein bisschen Verlass drauf geben. Ja, aber ich bin immer eher so ein Freund, ich beschäftige mich schon sehr, sehr lange mit solchen Fällen, aber ich mag es nicht so, diese Leute direkt zu beschuldigen. Aber ich muss die auch nicht ausschließen. Guck naja, mal, die Moment. Machen so einen Podcast über Frau Geliebs, ne? Mhm. Da gehen die auch alles durch. Wir machen da nichts Verwerfliches. Wir beschuldigen die ja nicht. Wir sagen, guck mal auch du hier mit deiner Sendung. Wenn wir darüber sprechen, wie zum Beispiel jetzt, wenn man Chris nimmt, ne, dann kann ich auch sagen, es könnte, ich beschuldige den ja nicht. Mhm.
So, und wenn wir das nicht dürfen, dann darfst du das nicht machen, was du da machst. Oder ich darf bei dir nicht anrufen. Ja. Ne? Mhm. Aber wir können ja jetzt nicht nur über irgendeinen Unbekannten da reden. Wir müssen ja schon etwas nehmen, was zum Fall gehört. Ja, ja klar. Logisch. Ne? Absolut. Aber wir beschuldigen die ja nicht. Aber wir schließen die auch nicht aus. Weil aber wir können die gar nicht ausschließen. Eindeutiger ist es natürlich bei Rebecca Reusch, ne? Wo ja die Polizei selber sagt, die beschuldigen den ja quasi, ne? Nach wie vor. Richtig. Ne? Aber dann dürfen wir den immer noch nicht so beschuldigen. Aber wir können dann ja trotzdem im Konjunktiv bleiben und sagen, ja, der könnte. Ja, ja. Ne? Genau. Ja. Aber wenn du mal ehrlich bist, Bernie, der könnte die auch tatsächlich nur verbracht haben. Ja. Denn was da passiert ist und wann da was passiert ist, das wissen wir auch nicht. Ja. Also mein Mann würde auch, wenn ich jetzt hier vielleicht was mache, würde der mir vielleicht auch helfen. Ich weiß es nicht, Bernie. Und das ist ja dieses Könnte. Mhm. So, und wenn die Polizei kann das eigentlich auch nicht so ganz genau sagen. Mhm. Die sind nur so ein bisschen wie wir, weißt du? Oder wie ich, was Frau Kliebs angeht. Die sind sich sicher, ne? Und ich bin mir auch sicher, dass es irgendwie so, ne? Mhm. Und die sind sich halt da so sicher. Ja. Und am Ende war es ganz anders, Bernie. Naja. Ja. Und du bist ja auch schon mal so, dass du denkst, ja, der war das. Oder dann kommst du wieder in den Zweifel. Und dann denkst du auch, beobachte dich ja hier auch schon lange, ne? Bei dann Rebecca Reusch. Ah, nee, vielleicht war es ja doch nicht. Dann kommt ja wieder dein Herz. Ja, man switcht immer so. Bei Rebecca Reusch meinst du, ja? Ja, aber das ist normal. Mm, ja. Das ist normal. Nein, es spricht aber viel zu viel gegen ihn, ne? Viel zu viel. Ja. Und wenn man das alles wegwischen wollte, also ich weiß nicht, also da wäre zu viel wegzuwischen, ja? Ja, aber der wird ja auch ganz schön gedeckelt von der ganzen Familie. Ja, natürlich. Klar, warum auch immer. Und das ist ja auch das Problem. Wenn die das nicht machen würden, dann würde ja auch dieser Fall gelöst werden. Ja, ja. Davon bin ich überzeugt. Glaube ich auch, ja, wenn die Familie etwas offener wäre, auch so im Nachhinein und genau, und wenn man im Fall Liebs mal all die im Nachhinein ausgeschlossen wurden, wenn man die nochmal, ne, dann sieht es vielleicht auch wieder ganz anders. Also du weißt ja auch gar nicht, die Zeugenaussagen, die da alle waren, ne? Nee. Ob man dann auch Teile vergessen hat, das weißt du doch alles gar nicht. Genau. Genau. Naja, vielleicht wollen jetzt noch andere anrufen werden. Ja, ich werde jemanden zurückrufen, der hat schon mehrmals versucht anzurufen. Ja. Ja. Oh, wir haben ja gerade schon 36 Minuten gesprochen, Mensch. Ja, darum ja. Das okay. Nervt die Leute auf. Ja. Okay, Bernie. Lieben Dank für deinen Anruf, ja. Okay, wenn wir uns nicht mehr hören, wünsche ich dir schöne Weihnachten. Wünsche ich dir auch. Dankeschön. Okay, Dankeschön. Ne? Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, ich rufe mal jemanden zurück. Ich muss den Ton dabei ausmachen, weil das Klingelzeichen, auch wenn es ein normales Klingelzeichen ist, ist geschützt. Ja? Da hatte ich letztens auch ein Problem gehabt. Also bis gleich. Ja, leider nicht erreichbar. Also, mit der 113 hinten, du kannst jetzt nochmal anrufen. Ich selber erreiche dich nicht, da geht gleich die Mailbox dran. Lassen wir uns mal überraschen. Ja, boah, das ist so ein Fall, Frau Geliebs, unglaublich. Helena schreibt, es gibt eine Theorie, dass der Täter Fußball geschaut hat und Frauke danach anrufen durfte. Mhm. Irish Klaus. Klaus. Irish Cloud. So, jetzt kommt der Anrufer. Nabend. Hallo?
Schönen guten Abend. Hallo. Guten Abend, hallo. Grüß dich. Ja, ich rufe an zu deinem Livestream und habe jetzt nicht alle deine Videos gesehen, aber ein paar. Mhm. Und ich finde, dass bis jetzt sie nicht oder selten zur Sprache kam, dass der Nachhauseweg von der betreffenden Person, also von Frauke Liebs, es gab nicht nur einen Weg, sondern mehrere, die sie angesteuert haben könnte. Ja. Ich weiß jetzt nicht alle auswendig, aber einer wohl entlang einer vielbefahrenen Straße. Ja. Einer aber auch, wenn man Seitenstraßen benutzt hätte, der dann wohl auch kürzer gewesen wäre, doch durch recht einsame Gegenden zu dieser Uhrzeit. Ja. Wenn man da drüber nachdenkt, finde ich, ist der Zufallstäter doch wieder in Betracht zu ziehen. Ja. Wie siehst du das? Also jetzt, du meinst, Frauke hat sich zu Fuß auf den Nachhauseweg gemacht und dann zufällig ihren Täter dann in die Hand, oder wie meinst du? Richtig, genau. Es war ja Fußball-Weltmeisterschaft. Ja. Ja, Weltmeisterschaft, nicht Euro. Da war sicherlich was los. Da waren auch Menschen betrunken, die vielleicht ebenfalls diesen Heimweg angetreten sind oder gerade dabei waren, in ihr Haus zu gehen oder in ihr Auto zu steigen, was man natürlich betrunken nicht tun sollte, aber manche tun es ja trotzdem. Ja. Dass dieser Person Frauke aufgefallen ist. Mal ein kurzer Exkurs. Mir ist es als Frau auch schon passiert, dass ich von Männern angesprochen wurde, die dann nicht mit einem Nein-Danke zufrieden waren. Mhm. Sowas Extremes mit Gewalt habe ich nicht erlebt, aber schon auch Situationen, in denen ich das Gegenüber als aggressiv wahrgenommen habe. Mhm. Ja. Dementsprechend könnte das ein Anmach-Flirt-Versuch gewesen sein, der in eine Streitigkeit eskaliert ist oder tatsächlich jemand mit entsprechender Veranlagung, dem sie leider in dieser blöden Situation begegnet ist und der ihrer dann dort habhaft werden konnte. Und dann sie ins Auto reingezerrt hat oder wie meinst du? Ins Auto gezerrt, in sein Haus vielleicht auch erstmal gezerrt. Mhm. Denn bis Frauke vermisst wurde, dauerte es ja auch ein paar Stunden. Ja. Es wurde zwar auf sie gewartet, aber es hat zu dem Zeitpunkt ja nie keine Polizei das gesamte Gebiet durchkämmt oder so. Ja. Ich bin da nicht festgelegt auf irgendeine Theorie, aber dass diese Nachhausewege unterschiedlich gewesen sein könnten und dass da auch eine einsame Gegend dabei war, beziehungsweise ein Wohngebiet, wo ist das wohl, dieser eine Rückweg? Da, das eröffnet ganz andere Möglichkeiten, die bis jetzt in deinen Shows, soweit ich weiß, noch nicht so diskutiert worden sind. Mhm. Spielt aber sehr der Theorie zu, dass es doch ein Zufallstäter, also ein Unbekannter sein könnte. Mhm, okay. Also, entweder ins Auto oder in ein Haus gezerrt, aber dann müssen die irgendwie nach Nieheim gekommen sein, ne? Das etwa 30 Kilometer entfernt liegt. Richtig, aber diese Verbringung muss eben nicht sofort stattgefunden haben. Die kann auch zeitverzögert stattgefunden haben. Das heißt, nur weil in dem Moment jemand ein fliehendes Auto mit quietschenden Reifen gesehen hat, heißt das nichts, dass in dem Moment nichts passiert ist oder vorgefallen ist. Mhm. Es kann, wenn es zeitverzögert passiert ist, sich um eine halbe Stunde oder mehrere Stunden handeln, da sie ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht gesucht wurde. Ja. Und wenn es sogar so gewesen ist, dass es bereits auf der Straße zu Streit, Eklat, wie auch immer Gewalt gekommen ist, kann Frauke Liebs in dem Moment, in dem sie der Täter sie an sich genommen hat, auf welche Art auch immer, könnte sie schon bewusstlos auch gewesen sein. Ja? Schlag auf den Kopf, gestürzt, blöd auf den Gehweg, aufs Pflaster oder wie auch immer, könnte verletzt gewesen sein. Das würde dann, jetzt spinne ich mal ein bisschen, ja. Mhm. Ich brauche keine Namen nennen oder beschuldigen. Ich spinne nur mal ein bisschen. Sie war ja bei den Telefonanrufen benommen. Wenn das jemand war mit gewissen medizinischen Kenntnissen, könnte er sie nach so einer Verletzung, die sich zugezogen hat, bei einem Kampf zum Beispiel, auch sediert haben, versorgt haben,
um sie unter Kontrolle zu halten und hatte eventuell sogar noch vor, sie wieder gehen zu lassen, weshalb diese Anrufe getätigt wurden, um vorzugaukeln, alles sei ganz normal. Ja. Aber wie erklärst du dann die erste SMS von Nieheim oder in der Nähe von Nieheim? Kannst du mir noch mal sagen, was das für eine SMS war? Naja, sie hat um 0.49 Uhr eine SMS abgesetzt an ihren Ex-Freund mit dem Inhalt, dass sie etwas später kommt, nach Hause kommt. Ne? Und mit dem Hinweis nochmal, mit dem laxen Hinweis, dass die und die Fußballmannschaft wohl gewonnen hatten, deswegen die Deutschen nicht gegen die spielen müssen. Ne? Also so grob gesagt. Ne? Die war um 0.49 Uhr. Und das, ja, jetzt weiß ich, welche SMS du meinst. Da könnte sie bereits unter der Kontrolle dieser Person gestanden haben, ja, die eingewirkt hat, wenn du kooperierst, dann lasse ich dich gehen. Und ich glaube, da man kann sich nicht reinversetzen in so eine Situation, weil das unvorstellbar eigentlich ist. Wenn ich es aber versuche, dann denke ich mir, als körperlich unterlegene Frau kooperiere ich und versuche den eventuell sowieso aggressiven Täter nicht noch weiter gegen mich aufzubringen. Ja, ja. Aber warum sollte der Täter denn 30 Kilometer mit ihr in der Nacht nochmal nach Nieheim gefahren sein? Eventuell, weil er dort Möglichkeiten gehabt hat, sie zu sedieren. Es wäre ja komplizierter, sie irgendwo dort zu lassen, loszufahren, was zu holen und das dann zu machen, wenn das jemand mit medizinischen Möglichkeiten, das muss jetzt kein Arzt sein, sondern jemand, der einfach relativ gut ausgestattet ist. Das kann auch jemand sein, der einfach mal hier so einen Erste-Hilfe-Kurs mitgemacht hat und zu Hause gut ausgestattet ist. Oder zu Hause oder in Geschäftsräumen oder was weiß ich, irgendwas, was ihm gehört oder er gebietet hat, was auch so abgelegen ist, dass er da jetzt keine Angst haben muss, dass eigene Bezugspersonen von ihm darauf stoßen, auf das, was er da gemacht hat, eventuell wirklich noch mit der Idee, vielleicht kriege ich das hier nochmal irgendwie so hin, vielleicht geht das noch gut aus, ich muss die nur entsprechend bearbeiten und dann kann ich sie doch gehen lassen. Das wäre so mein Gedanke dazu. Okay. Ja, nicht unbedingt unwahrscheinlich, ne? Eine Theorie, die durchaus Realität sein könnte, ne? Ja, und ein bisschen einfacher als die ganzen doch stark konstruierten Sachen um diesen Nils, weil das ja alles, oder auch diesen Chris, weil das ja alles Dinge sind, wo schon Alibis vorliegen oder auch objektive Beweise, dass sie es eigentlich nicht gewesen sein können, um die man groß drumherum konstruieren muss. Gerade auch, weil das Menschen sind, die aus dem Nahfeld stammen, die auch einen deutlich größeren Aufwand hätten. Ja, wie soll ich sagen? Wie drücke ich das aus? So ein Verbrechen, so eine Straftat zu verschleiern. Der Täter muss ja auch diese Absicht nicht unbedingt gehabt haben, dass das Ganze tödlich ausgeht. Ja, da bin ich anderer Meinung, weil die dann nach Tagen wieder freizulassen oder wie auch immer, ist ja die Entdeckung sehr, sehr groß, ne? Hast du vollkommen recht. Das gilt natürlich für Menschen mit einer gewissen sozialen Kompetenz, Herzensbildung, Intelligenz, Eloquenz, die sich Gedanken über solche Dinge machen. Eine sozial relativ isolierte Person, die da auch nicht so kompetent ist, sollte sich diese Gedanken natürlich auch machen, in Anführungsstrichen, weil diese Person dann in argen Schwierigkeiten steckt, tut es eventuell aber auch nicht. Also ich finde, bei solchen Verbrechensfällen darf man nicht immer vom pathologisch hyperintelligenten, extrem sozial kompetenten Täter ausgehen. Es gibt auch die Kombination sozial benachteiligter Täter mit geringer Intelligenz, der relativ isoliert von der Gesellschaft lebt. Das heißt nicht, dass man ihn nie sieht, dass er nie unterwegs ist, aber der keine nahen Bezugspersonen hat, keine Beziehungen pflegt.
Ja, der muss auch nicht unbedingt intelligent sein. Und wenn so jemandem dann der Zufall hier und da an manchen Ecken noch ein bisschen auf die Sprünge hilft, dann kann das dazu führen, dass so ein Fall ganz schwer aufzuklären ist und es sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ja. Also ich werde mir jetzt mal noch mal die Mühe machen. Ich werde mir jetzt noch mal den einen oder anderen Podcast reinziehen, was Frau Geliebs betrifft. Mich würde jetzt noch mal, kam denn in irgendeinem Podcast oder in irgendeiner Doku oder wie auch immer die Aussagen, Live-Aussagen von den betreffenden Personen vor? Nehmen wir jetzt mal den Ex-Freund oder Nils oder so. Was die haben das, die sind doch auch irgendwo mal zu Wort gekommen, oder? Ja, in diesem Podcast, den es auf Spotify gibt, der hat 6 oder 7 Teile. Ja. Da werden die Anrufer auch per Gedächtnisprotokoll nachgesprochen von der Stimme, die Fraukes Stimme ähneln soll und so weiter. Und da auch die Isabella wird da auch interviewt, sogar der Nils kommt da zu Wort. Also im Originalton, ja? Im Originalton. Der Nils, da ist die Qualität sehr schlecht, weil der Reporter sich wohl mit ihm, ich glaube, es ist sogar die Bar gewesen, in der Frauke und Isabella Fußball geguckt haben. Da haben die sich getroffen, da ist im Hintergrund sehr laut. Das ist keine Tonqualität, aber man versteht einmal frei, was der Nils da sagt. Ja. Ich werde mir das nochmal anhören, auf jeden Fall. Ja. Das bedeutet jetzt gleichzeitig für mich, dass ich den Fall Frau Geliebs noch nicht erst wieder beiseite schieben möchte, sondern ich werde Folgendes tun, weil Rebecca Reusch ist mir auch wichtig, das wieder aufzunehmen, dass wir Samstagabend nochmal ausführlich, nachdem ich auch nochmal die Podcasts angehört habe, dass ich da nochmal ein bisschen mehr mich dazu äußern kann, wie ich das sehe, dass wir Samstagabend nochmal eine Sendung machen mit Frau Geliebs und dann aber wirklich wie geplant am Sonntag Rebecca Reusch wieder machen. Ja. Ja. Das halte ich immer so fest. Gut. Rebecca Reusch ist natürlich noch nicht so lange her, ist noch frischer. Ja. Leute haben noch mehr Erinnerungen aus den Medien und so weiter. Die Chance, das aufzuklären, halte ich auch für relativ hoch. Das wird sich klären. Ja. Beides ganz traurige Schicksale. Ein Sprung möchte ich noch machen, eine Sache. Die Tanja Gräf, als die damals verschwand, hast du von der schon mal gehört? Ach, der Name sagt mir irgendwas, ja. Tanja Gräf ist verschwunden in Trier. Auf einer Studentenparty. Ich erzähle jetzt nicht die ganze Geschichte, sie ist verschwunden. Dann ist ähnlich wie bei Frau Geliebs und bei Rebecca natürlich sehr viel gesucht worden. Das weiß ich deshalb recht genau, weil ich zu der Zeit in Trier gewohnt habe. Und da habe ich überall die Plakate gesehen mit dem Bild auch von dem Mädel und alles. Die ist nie gefunden worden. Die Eltern haben ganz, ganz lange auf sie gewartet. Der Vater hat das nicht mehr erlebt, dass sie gefunden wurde. Bei ihr ist es ein Unfall gewesen. Die ist gestürzt. Die ist in die Tiefe gestürzt. Über, eine Klippe kann man es nicht nennen, aber nennen wir es mal einen sehr hohen Berghang. Das liegt daran in Trier, wie da die Geländebeschaffenheit so ist. Die ist da runtergefallen in Gebüsch mit Bäumen und allem. Das war so zugewachsen, dass man sie wirklich ewig lange nicht gefunden hat. Ja. Und dann irgendwann eben doch. Das heißt also, nur mal in Bezug auf Rebecca, dass man da ein Unfallgeschehen auch noch mal in Betracht zieht. Einfach nicht, weil ich festnageln will, das ist so gewesen, sondern es hat die dollsten Dinger schon gegeben. Und sich auf eine These zu versteifen, egal jetzt ob bei Frauke oder bei Rebecca, glaube ich, das muss nicht sein. Und auch einzelne beschuldigen muss auch nicht sein. Wir wissen es nicht, aber Theorien aufstellen, Überlegungen, so macht die Polizei es ja auch mit Arbeitsthesen. Das glaube ich, das ist gestattet
Und auch ganz wichtig, dass man diese Sachen nicht vergisst und es auch so wiederholt, dass Leute, die vielleicht doch was wissen, die denken, dass das die Beobachtung, die sie gemacht haben, wäre unwichtig oder er hat damit nichts zu tun, dass die sich daran erinnern und sagen, oh, zu dem und dem Zeitpunkt, der und der hat sich komisch verhalten oder das und das habe ich gesehen, dass die sich melden bei der Polizei. Ja, ja, ja. Gut. Dann, okay, Bernie. Dann lassen wir das jetzt mal so stehen. Ja, vielen Dank für deinen Anruf und vielleicht demnächst mal wieder. Ja, ich danke dir für deine Zeit und für die Sendung, die du machst. Gerne. Und bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Gute Nacht. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Ja. Sind wir schon wieder eine Stunde live. Also ich würde sagen, ich werde mir morgen und am Samstag diese Podcasts nochmal anhören, dass ich mir nochmal eine bessere Meinung bilden kann. Dann werden wir am Samstagabend um 21 Uhr nochmals live gehen mit dem Thema Frau Geliebs. Dann am Sonntag, also einen Tag später, hatte ich ja schon mal gesagt, ich werde dann nochmal ein Hörbuch einspielen, als Premiere quasi, den sicherlich viele kennen, vielleicht der eine oder andere noch nicht. Das Hörbuch geht etwa anderthalb Stunden, wird von mir als Premiere dann veröffentlicht. Ich denke mal so gegen 19 Uhr am kommenden Samstag. Das geht anderthalb Stunden, wie gesagt, wird keine Live-Sendung sein, aber ihr könnt trotzdem chatten dabei. Und um 21 Uhr gehen wir dann live mit dem Thema Rebecca Reusch. Gut, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß daran gehabt. Waren ja jetzt zwei Lives. Und am Samstag sehen wir uns schon wieder und am Sonntag ebenso. Und deswegen vielen lieben Dank für euer Interesse. Und wie gesagt, ich werde mir das nochmal mit Frau Geliebs, die Podcasts nochmal richtig anhören. Um da ein bisschen nochmals mehr in den Details informiert zu sein. Jo, dann würde ich sagen, nochmal danke fürs Zuschauen, euch noch einen schönen Restabend und wir sehen uns am Samstag 21 Uhr und am Sonntag 19 Uhr zur Premiere mit dem Hörbuch und um 21 Uhr live. Macht's gut, gute Nacht, schlaft gut. Bis dann.